Hi, ich bin der Günther, ich mach's euren Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker Sans Battle Ding Level. Undertale Level halt. Ich zocke ein neues Undertale Level heute. Und zwar einen rundenbasierten Sans Boss Kampf. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze aufgebaut ist. Wie beim letzten Level, das ich gespielt habe, habe ich nur kurz geguckt. Den kompletten Grund, die Funktion des Levels und die ID, die ihr auch eingeblendet seht. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal zocken. Diesmal werde ich auch selber nicht die Musik im Hintergrund haben, die werde ich vermutlich reinschneiden. Ich kann angreifen oder item. Wie man wissen sollte, ist es im Sans-Kampf schlecht, direkt seine Items zu verschwenden. Hä? Hä? Oh. Hier bringt einem ein Item doch sogar nur, dass es schwerer wird. What the fuck? Ich probier's trotzdem mal. Ich glaube, das war gerade sozusagen mit dem Powerblock. Der Knochen trocken war Sans. Warum zur Hölle die One-Ups? Die hole ich mir gleich beide, die brauche ich eh nicht. Und einen Pilz. Das Skelett war wahrscheinlich Sans und das war die Anzahl der Attacken, die Blöcke. Und jedes Mal kann ich einen Block mehr entfernen. Das kann ich bereits durchs letzte Level, das ich gezockt habe. Gut. Dann nächster Angriff. Ist das immer nur dieselbe Attacke oder? Weil ich wüsste eigentlich nicht, wie das anders umsetzbar ist. Ja, das ist doch übel lame. Das ist nicht so gut. Ich werde dann auch noch ein weiteres Level zocken. Aber ich habe jetzt hier... Ich werde hier auch nicht wirklich Probleme haben. Also Sans, da musst du dich mehr anstrengen. An sich kann ich das Grundprinzip auch noch durch das letzte Level, das ich gespielt habe. Wenn ich nicht zu viel sagen sollte, ich wurde gerade immerhin gehittet. Okay. Die Kanonen da verwirren mich jetzt ein bisschen. Damit habe ich noch eine Blume übrig. Und ich weiß gar nicht auswendig, wie oft ich noch muss. Auf jeden Fall muss man das können, ansonsten bringt's nichts. Ich habe das Gefühl, dass der Kampf einfach nervig ist. Das ist der Nachteil, wenn man es macht wie ich und versucht, sich nicht spoilern zu lassen, sondern die Level dann einfach zockt. Und ich komme halt auch nicht weiter, solange hier die Items dran sind. So muss das. Das ist halt schon langweilig, muss man zugeben. Jetzt kriege ich den nächsten Hit raus. Das sind noch vier, nee, fünf. Das heißt, ich muss das hier noch fünfmal überleben. Und das wird scheiße schwer. Das ist einfach unnötig. Das ist halt echt kompliziert, aber nicht gerade spannend. Ich müsste jetzt echt... Das wird echt ein spannender Kampf. Ich bin auch schon gespannt. Ich denke halt, danach ist es schon rum und das wäre nicht gerade positiv. Ich
Ich müsste drei gehen. Ich müsste dreimal noch schaffen. Also wenn ich dieses Hardcore-Level das letzte nicht gezockt hätte, dann würde ich das hier in Jahren nicht schaffen. Aber ein bisschen Übung habe ich dadurch schon. Noch zwei. Was war das? Ich konnte nicht bremsen! Geil! Und das ist der Scheiß, den dieses Level jetzt hat. Jetzt darf ich das Ganze noch 27 Mal gefühlt wiederholen. Alter, das ist eins der langweiligsten Level, die ich jemals gespielt habe. Wenn das halt irgendwie so gemacht hätte, dass man jede Runde was anderes überleben muss. Aber ich muss halt die ganze Zeit nur das hier machen, dann hin und wieder ein Item holen. Das ist einfach langweilig. Und wie oft muss ich das machen, indem ich durch die Angriffsröhre gehe? 10 Mal? Das ist einfach nur langweilig. Richtig scheiße. Und jetzt hat Mario sich entduckt. Ne, das Level spiele ich nicht weiter. Das kriegt auch keinen Stern von mir. Das ist Bullshit. Wenn du das siehst, der das gebaut hat, auch wenn du es nicht wirst, weil du Italiener bist, überleg mal, ob man vielleicht was Besseres bauen kann als das. Und ja, das kann man garantiert. So, jetzt habe ich noch was gefunden, das ganz interessant aussieht, wie man vielleicht sieht. Ein Toriel-Bossfight. Natürlich Undertale-basiert. Hat gerade ein bisschen gedauert, bis ich wieder was gefunden habe. Ich habe gerade irgendwie 10 Level gefühlt gehabt, die es nicht mehr gab, weil die Zonen beliebt waren. Da bin ich echt froh, dass es das hier jetzt gibt. Hack. Nope, no, 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 no. Gott, krieg ich mal einen Schlüssel? Ich hab Angst. Das ist der ganze Bosskampf, oder was? Scheiße. Fight, weil ich's kann. Ist das dein Ernst? Komm, ich kämpfe. Das ist ein Witz. Was ist das für ein Bullshit? Alter. Ja, den Try kann ich gleich vergessen. Das heißt, ich darf bei dem Bereich eine halbe Stunde versuchen zu überleben. Werd's vermutlich nie wirklich schaffen. Ist einfach bescheuert. Ja, cool. Da konnte ich jetzt wieder nur getroffen werden. Und ohne Pilz schaffe ich's eh nicht weiter. Wenn ich überhaupt durch die Tür komme. Ja, genau! Alter, wie kann es sein, dass ich gestern direkt ein gutes Level gefunden habe und heute nur Trash kommt? Warum kommt heute nur Trash? Kann mir das jemand erklären? Gestern das Level war so gut. Vorgestern habe ich es gespielt, aber egal, das war einfach gutes Level. Und jetzt, hier kriege ich nur so ein richtig... Wo war der Gegentreffer? Heute ist nur Trash. Solche Level, die jeder Idiot in 3 Minuten bauen kann.
Vor allem kommt man nicht mal hoch zu dem Mercy, also. Das ist auch toll gemacht. Man hat halt nur eine begrenzte Sprunghöhe. Und was soll ich hier jetzt machen? Willst du mich verarschen? Und Mercy landet man einfach ganz oben, oder was? Was ein geiles Level! Gott! Ein richtig spannender, krasser Bosskampf. So, wenn ich jetzt in einem YouTube-Video geguckt habe, dass die 6 besten Undertale-Level in Mario Maker heißt, hoffe ich, dass dieses Level, ein Muffet-Fight ohne den Song natürlich, kein Trash-Level ist. Aber allein der Baumeister sagt, glaube ich, einiges. Der hässliche Mann. What the fuck soll ich... Hä? Das ist wieder ein bisschen random-based, oder? Da kann man nicht drüber springen, das heißt, man muss da... Alter, man muss... Im echten Undertale kann man da auch nicht drüber springen. Da kann man aber die Lane wechseln, ohne 3 Sekunden zu warten. Deswegen habe ich hier jetzt schon wieder einen Hit bekommen. Ah doch, man kann darüber, wenn man es richtig angeht. Jetzt kommen die natürlich beide da unten. Alter, ich will keine solchen Level. Ja, cool, wie soll man das No-Hit machen? Das schafft man überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, man kann keine guten Undertale-Level in Mario Maker machen. Zumindest schafft's keiner. Komm. Was zur Hölle soll der Trash? Was war das bitte? Alles klar. Das muss man wissen. Wenigstens war ein Checkpoint. Aber das muss man echt... Hä? Und wie soll ich da so schnell sein? Ich werde nach 3 Sekunden eingeholt, weil ich zu langsam bin. Oh. Und natürlich geht der Trash weiter. Jetzt kommt hier so eine Stelle. Es ist eine verschärfte Form von dem Trash am Anfang. Diesmal kann man nämlich zu 0% drüber springen. Ja, jetzt habe ich hier einen Hit kassiert. Damit bin ich hier schon wieder safe tot. Das ist doch ein Witz. Hallo? Ah gut, ich bleib da. Nee, ich mache hier keinen Fight, sonst... Sonst werde ich ihn rumgebracht. Ich wette, wenn ich auf Fight gehe, werde ich getötet. Deswegen muss ich's ausprobieren, Mann. Ihr kennt mich. Ah, okay, ich komme einfach nicht oben hin. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich fand das jetzt nicht wirklich eins der besten Undertale-Level, die ich mir vorstellen kann. Gut. Ich hab, dass ich das nächste hab. So, jetzt hoffe ich, dass Papyrus mir einen richtigen Kampf liefert. Ich sehe aber schon an der Abschlussrate, dass es nicht leicht wird. Ja.
ich hoffe aber, das Level ist wenigstens gut. Es muss ja nicht leicht sein, um gut zu sein, aber... Toll. Da erkenne ich gerade schon mal nicht wirklich, was das mit Papyrus-Angriffen zu tun haben soll. Das Ganze basiert hier gerade darauf, dass ich... Ich kann meine Wolke wechseln. Zack. Und wie soll ich da jetzt durchkommen? So, erste Stelle geschafft. Ja, ohne Items. Alles klar. Und das soll ich ohne Item machen. Ein Kapieren. Halt kein einziger Pilz, ne? Bisschen lächerlich. Die Stelle, wenn man weiß, was man machen muss, ist ja nicht schwer. Warum zur Hölle halten die Wolken diesmal nicht halb so lang? Die halten schon so lang, aber deshalb wollen wir schon lange in der Luft stehen. Gott, und da hinten geht's noch weiter, aber... Was sollen solche Stellen? Die haben nicht mal was mit dem Kampf zu tun. Eigentlich schon die Knochen, wenn ich nicht muss. Die zerquetschen einen immer. Wie soll man das sonst so machen? Wie in dem Level, das ich schon gespielt habe mit Stacheln. Ich habe bisher ein gutes Undertale-Level gefunden. Und das war nicht heute. Und das ist irgendwie traurig, wenn man bedenkt, dass ich mir die Level aus einem Video mit den angeblich 6 besten Undertale-Leveln hole. Jetzt muss ich hier diesen Trash machen. Und ich will gar nicht wissen, wie lang. Natürlich werde ich abgeworfen. Wie viel noch? Jetzt kann das an die Stelle. Ich wette, das wird noch härter. Da hinten war noch. Jetzt kommt noch so eine Stelle. Das war nicht schwer. Checkpoint! Alter, der Checkpoint, der... Weil jemand cheaten kann. Man kann den Pilz beim ersten Mal mitnehmen. Mach ich aber nicht. Aua. Ich bin jetzt wieder motivierter. Ich verstehe zwar immer noch den Sinn von den... Kanonen nicht wirklich, das hätte man besser umsetzen können, aber die Passagen finde ich eigentlich ganz gut. Hier, genau so, finde ich, sollte man das mit den Knochen umsetzen, wie an der Stelle. Aber bei den Kanonen die mag ich auch. Ja, darum kann in dem Kasten ausweichen und man kann die Stacheln nicht so gut an die Schienen heften und schon gar nicht in Wolken tun. Herum geht's jetzt nicht mehr. Und vor allem, wie lang noch? Hallo? Hä? Ich glaube, die Schwierigkeit an der Stelle ist, dass sie 10 Jahre lang geht. Also jetzt mit den Kanonen los. Die geht mehr als 10 Jahre lang. Irgendwas ist hier verbuggt, oder?
Hier geht's halt echt nicht weiter. Wenn die Zeit noch ist, dann bekannst du das sicher sein, dass das verpackt ist. Sag mal. Ich würde echt gern wissen, was der gerade von mir will. Hallo. Das endet heute nicht mehr. Das ist ein Bug. Das ist. Junge, komm. Jetzt komme ich so weit und dann verliere ich durch einen Bug, oder was? Hallo. Hier, und sowas ist dann angeblich eins der besten Undertale-Level in ganz Mario Maker. Ich merk's. Da oben kann man auch nicht hin. Alter, was soll das denn? Ich bin hier jetzt schon seit 150 Sekunden. Ich müsste doch eigentlich ein P-Switch aktiviert werden nach einer Zeit. Alter. Das ist so schlecht! Wie hat er das hochgeladen, wenn das nicht funktioniert? Ich kann hier nichts machen, außer warten, bis die Zeit rum ist. Weil das so scheiße ist, das Level. Alter! Ist so schlecht. Du kannst dich auch killen lassen und schauen, ob es am nächsten Mal funktioniert. Ich probiere es jetzt noch einmal, wenn es dann wieder nicht klappt, ist das offiziell das schlechteste Level, das je in Mario Maker gebaut wurde. Glaube ich nicht. Doch, jedes ist besser als das hier. Da bin ich auch nicht mehr motiviert weiter zu zocken, wenn ich eh weiß, an einer bestimmten Stelle geht's nicht mehr weiter. Weil der Baumeister zu inkompetent war. Und die Stelle ist direkt hier. Da oben war eigentlich ein Cooper, hat man gesehen. Diesmal sterbe ich die... Bitte! Gebt mir ein gutes Level, wenn ihr sagt, da sind gute! Mann! Warum ist hier nur so ein Trash? Nächster Versuch. Das scheint wenigstens schaffbar zu sein, der Abschlussrate nach. Aber ich hab irgendwie nicht... Was hat Ness jetzt schon wieder hier zu... Ich glaube, das sind die anderen zwei Hauptcharakter. Wie das schon stand, soll das hier das wahre Labor sein. Ja. Ich erkenne es zwar nicht wieder, aber... Da sind schon gewisse Ähnlichkeiten. Zum Beispiel, dort ist ein Stein, ich glaube... Da erkenne ich das eher wieder. Da sind die Memory Heads da unten. What the fuck? Gute Frage. Hä? Wieso ist der jetzt runtergefallen? Fairness. So kann man auch Treffer zwingen. Was zur Hölle?
ist wohl die wahre Hölle. Das ist merkwürdiger Kack. Und das ist Elvis oder? Wow. Was zur Hölle bringt diese Röhre? One-Ups. Cool. Also ich muss sagen, wer auch immer dieses Video erstellt hat, geiles Video, ich geh's kurz disliken. Tolle Idee. Und dislike. So. Willst du bitte eine Kontolessenz lassen, sonst darf ich hier nicht mögen. So. Nächstes Level gefunden mit einer niedrigen Abschlussrate wieder. Mein absolutes Lieblingsdesign wurde hierbei auch verwendet. Warum schon wieder Ness? Ich hab Leute. Warum gibt's nicht. Das ist ein Troll, oder? Warum gibt's nicht einfach irgendwelche Undertale Amiibo-Pilze? Das wäre doch echt nicht schlecht. War Undertale zu dieser Zeit schon so berühmt? Zur Mario Maker. Weißt du, wann Mario Maker erschienen ist? Nö, nee, auf jeden Fall schon sehr nicht lange, ja. Ah, Mario Maker. Das ist im selben Jahr wie Undertale erschienen. Moment, wenn ich jetzt keinen Pilz. Ich gehe aber auch mal zurück und hole mir noch einen Pilz. Und hier gibt's ja ein Fließband. Tschüss. Ich darf die Blöcke auch nicht zerstören. Ich werde hier sowieso sterben. Das Level ist ganz offensichtlich echt unkompliziert. Wer weiß auch, was noch kommt. Oh Gott, was? Und hier ist nicht mal was, obwohl das so aussah, als wäre da ein unsichtbarer Block. Ach, da kann man sich sicher nicht verstecken. Alter, wie soll ich denn da jetzt schon wieder durchkommen? Und was soll die Tür da oben? Ich wette, ganz am Ende vom Level gibt's irgend so ein Troll. Wow, geiles Secret. Siehst du, du kannst mal Pflanzen killen. Cool. Ich hab gedacht, das hilft mir vielleicht ein bisschen mehr. Und ich sehe jetzt auch wieder nicht wirklich, was das... Warum zur Hölle? Ich sehe nicht wirklich, was das mit Undertale zu tun hat. Das Level ist zwar als Level nicht schlecht, aber als... Also als normales Level. Aber als Undertale-Level ist es echt... Das glaube ich dir nicht. Wetten, die führt mich zurück zum Start. Ich werde das halt nicht falsch auch sagen. Zum Resetten. Ich habe damit gerechnet, dass ich mich jetzt beeilen muss. Weil da ein P-Switch aktiviert wurde. Aber nee. Okay, das am Anfang mit den Blumen verstehe ich. Das ist halt, wenn man in den Untergrund fällt und dann auf dem Blumenfeld landet. Aber... Das hier sieht zum Beispiel auch nicht nach Ruinen aus. Ach so, jetzt hat erst die Tür bedeuten soll. Man kann einen Speicherpunkt neu laden. Ja, genau. Ich sag ja Reset. Geh weg. Warte. So. Jetzt weiß ich auch, was hier sein muss. Okay.
was bringt das jetzt? Keine Ahnung. Das soll auch irgendwas bedeuten, habe ich das Gefühl, dass ich nicht erkenne. Wenn das Level gleich rum ist, dann... Nee, aber das glaube ich nicht. Ich hoffe nur auf einen Checkpoint. Jetzt habe ich zwei Wege zu... Ah nee, doch nicht, weil der untere geht nicht. Weil die ganzen Kanonen da drauf gefallen sind. Ist das nicht gerade in die Luft geflogen? Normalerweise müssten Blöcke nicht resettet werden. Ey, geil, geil, schon wieder ein verbuggtes Level. Geile Arbeit. Alter. Wieso? Es ist so schlecht. Es ist so... Sind das dein Bauer was dafür kann? Dafür war... Das, nee, das ist... Wenn das anders gebaut hätte, wäre es auf jeden Fall nicht so gewesen, wie es ist. Sicher. Ich habe mal ein Level gebaut, da musste man... Deine Level sind alle scheiße. Das heißt, die Kanone nach oben springt und aus irgendeinem Grund ist die eine Kanone immer auf die andere darunter gefallen, obwohl alle anderen an der Wand hängen geblieben sind. Dann hast du sie falsch platziert. Nö, die war genauso platziert wie alle anderen auch. Ja, diesmal ist da natürlich was runtergekommen. Ich probiere aber trotzdem mal ohne Item da lang zu gehen. Da muss ich hin, zu dieser Tür. Die explodieren gefühlt nicht schnell genug. Irgendwie ist es halt nicht bei allen Blöcken noch so lang. Ja. Manche Stellen werden nicht freigesprengt. Warte mal. Könnte es irgendwie sein, dass für jeden Gegner, den man besiegt, da unten eine Lücke kommt oder so? Aha, diesmal kann ich hier lang. Das ergibt aber nicht mal Sinn. Wie sollen die Gegner da hinkommen? Wir müssen das auf jeden Fall tun. Ich kann es mal probieren. Das würde an sich... auch Sinn ergeben, wegen dem ganzen Grundaufbau. Es kann gut sein, dass und dann wäre das Level auch cool, finde ich. Ein Weg, alle Gegner besiegen müssen für den anderen nur ab, für den anderen keiner besiegen darf. Das ist ja auch stimmt, Alter. Wenn das echt, ja, das ist so gedacht, glaube ich. Und wenn das echt so ist, dann ist das Level cool. Dann mache ich erst einen Genocide, dann einen Pazifisten-Run. Okay, da, aber dann ist das Level echt cool. Moment. Hä? Ah doch, mit einem Pilz kann ich den hier machen. Lass uns damit Anlauf machen. Ach, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich bin Genocider, ich bringe euch alle um. Aber einen neutralen Run gibt's nicht. Neutraler Run heißt so viel wie man kommt nicht weiter. Oh, jetzt verstehe ich, wie er das macht. Ja, wobei, die Gegner müssten doch respawnen. Also, wobei, nee, wenn das, weil das im Bild geht, respawnen die normalerweise nicht, oder? Keine Ahnung, ich glaube, die müssten respawnen. Aber wenn sie nicht respawnen, dann weiß ich, wie er es macht. Dann fallen die Gegner nämlich auf die Notenblöcke, wenn die Lapisuch aktiviert wird. So. Jetzt habe ich jeden einzelnen Gegner getötet. Das hier ist jetzt sozusagen die Judgment Hall. Und wahrscheinlich ist hinter der Tür dann ein Bosskampf gegen Sans. Wetten? Warum? Du machst doch gerade Genocide gemacht, der besser Röhre. Ach so, ja, das, ich hatte das gerade irgendwie falsch gedacht. Ja, dann ist hinter der Röhre Sans. Aber ich glaube, der Pazifistenrand ist fast unmöglich. Ja, das glaube ich auch. Aber ich probiere ihn trotzdem. Genocide Alarm. Der ganze Weg ist frei, weil ich alle, die man umbringen kann, die Steine da oben sollen mal ihre Fresse halten, umgebracht habe. So, hi, Sans. Ich glaube, er war kein Genocider.
Alter, jetzt hat man die Musik nicht gehört, die der extra eingefügt hat, weil du gelabert hast. Hallo? Warum kriege ich die Wolke nicht zu fassen? Hä? Kannst du mir das erklären? Ich bin doch da drin. Jetzt sehe ich nichts mehr. Geil. Wie? Das ist wieder scheiße programmiert. Die Idee ist zwar cool, aber die Umsetzung nicht. Übrigens hat es an der Tür geklingelt. Ich weiß. Ja, dann geh hin! Gott, sicher nicht. Aber leise sein, ich nehme gerade auf. So. Vielleicht gibt es den 938.000. Versuch. Komm hoch da. Und wie soll man das machen? Alter, das ist schon wieder so richtig übertrieben. Das schaffe ich nicht, no hit. Hier kann ich nichts sehen. Das ist echt toll. Das hätte man einfach anders machen müssen. Ich sehe halt nichts. Und da muss ich rund unter den Kanonenkugeln und dann oben drüber. Genau. Alles klar, da ist man doch nicht mehr schnell genug. Ich verstehe halt echt nicht, wie der das mit dem Scrolling will. Ich bin doch schon übel schnell. Hä? Okay. Ich weiß zwar nicht, wieso der jetzt rausgesprungen ist, aber hey. Kann man machen. Das ist immer das Schlimme, wenn solche Level schwerer sind als der originale Bosskampf, weil man hier nach einem Fehler wirklich 100% keine Chance mehr hat. Hä? Ja gut, was hätte ich dagegen machen sollen? Kannst du mir das mal erklären? Kann ich nicht. Eben. Ja, hier ist wieder so ein typischer reservierter Hit, wie man sie von mir kennt. Und da muss ich warten. Aber das ist ein Scrolling-Level auf Vollspeed. Da kann man nicht warten. Das ist wieder richtig toll gemacht. Mal ernst, wie soll ich denn da länger warten? Das verstehe ich nicht. Vor allem ist das wahrscheinlich auch noch ewig lang. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich durch die Tür gehe, habe ich es nicht viel leichter, weil ich dann den Pazifisten-Endboss vorgesetzt bekomme. Fein, ist das schwieriger, durch die Tür zu kommen. Ja genau, das ist Scrolling. Hat das der Bauer überhaupt bedacht?
Ich wette, der hat das Level hochgeladen, indem er selber den Pazifistenweg genommen hat. Er muss von allen Checkpoints das Ganze geschafft haben. Stimmt. Aha. Boah, und das ist, warum ich diese Steuerungsart, also dieses Design liebe. Ja, das war wieder der tolle Hit. Hätte ich da jetzt Anlauf nehmen sollen? Wenn ja, ging nicht. Boah. Das Video wird schon wieder verdammt lang. Aber ich will das jetzt noch schaffen. Okay, der Hit war jetzt mal wieder sicherer Tod. Ja, dass ich hier getroffen werde, ist ja sowieso in 99% der Fälle so. Die Attacke kann ich ja sogar im Originalspiel nicht, an die das angelehnt ist. Okay. Ich verstehe zwar nicht, warum ich jetzt an solchen Stellen die ganze Zeit Hits kassiere. Warum kassiere ich gerade an jeder Stelle einen Hit, an der es möglich ist? Ja, cool. Und da kriege ich dann... Das Problem ist, wenn ich hier mit Pilz dahin komme, kriege ich sowieso so einen random Hammer-Bro-Hit, den ich nicht gegen den ich nichts machen kann. Sag mal, und jetzt verstehe ich gerade echt nicht mehr, was los ist. Umso länger ich spiele, umso weniger weit komme ich. Hä? Ich muss an der Stelle eigentlich warten. Aber da habe ich den Scrolling. Das Scrolling hinter mir. Runter. Wie soll ich da weiterkommen? Wahrscheinlich ist es halt noch nicht mal die Hälfte. Das Video wird zu lang. Komm, lass mich hier jetzt mal gewinnen. Na, jetzt den, den man irgendwie manchmal bekommt, manchmal nicht. Die beste Stelle. Ja, sorry, aber ich kann nicht warten. Ich weiß echt nicht, wie man da hinten das schaffen soll. Selbst wenn ich mit Vollspeed da hinfliege. Ja, hier verliere ich immer Zeit. Das ist das Problem. Wahrscheinlich darf ich die Zeit nicht. Ja, das könnte der echt mal anders machen. Hier kriegt man ja eh einen Hit. Ja, cool. Diesmal war ich ein bisschen weiter, aber dann muss ich da hinten noch hin. Vor allem den einen Sprung, der da direkt hinter mir gerade war. Also hinter dem Punkt, an dem ich war. Der ist mal... Da muss ich irgendwie...
darf ich nur zwei Blöcke hoch, aber 20 weit gefühlt springen. Na, jetzt krieg ich hier einen Hit und hier. Das Level macht echt Spaß an der Stelle. Komm, bitte sag, das war's. Was? Hä? Oh, ja, ich bin schlau. Gut. Gut. Easy. So, jetzt werde ich noch weggeworfen. Ui. Ja. Ich würde sagen, den Pazifisten-Run mache ich dann in einer weiteren Folge, die ich dann hier dran schneide. Ihr seht gleich weiter, ich bin erstmal weg. So, damit geht's zum zweiten Teil von dem Level. Für mich ist jetzt ein anderer Tag. Euch schneide ich das Ganze, wie gesagt, an das letzte Video ran. Ich leg einfach los. Diesmal probiere ich, wie gesagt, einen Pazifisten-Run und werde keinen einzigen Gegner töten. Ich glaube, das wird nicht so simpel. Ja, vor allem darf ich halt nicht einfach getroffen werden. So. Ich muss hier durchkommen. Oh Gott. Das ist schon mies gemacht. Komm. Ich hoffe, ich brauche nicht so lange. Wenigstens Blöcke zerstören darf ich. Das war knapp. Ja, wahrscheinlich. Okay, das ist... Das löse ich am besten so. Die kann ich ja eh nicht töten, außer mit Absicht. Als ob ich das direkt geschafft habe! Das ist doch eigentlich voll schwer! Jetzt wird alles oben kaputt gemacht, weil alle Gegner auf die Notenblöcke fallen. Im letzten Durchgang habe ich ja gemacht, dass kein Gegner gelebt hat und somit keine Kanone runtergefallen ist und ich unten lang konnte. Und da habe ich dann noch einen richtig freundlichen Bosskampf bekommen. Ich denke mal, das gibt jetzt keinen Bosskampf, sondern einfach ein Geschenk dafür, dass ich so nett war. Aber da ist gerade einer gestorben. Ein Kugelwilli durch die Bomben. Ui. Komm. Ich hoffe mal, das ist nicht zu langweilig. Sonst würde ich das Level auf jeden Fall empfehlen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Level mit allen Gegnern besiegen zu spielen, weil das hier ist ein bisschen langweilig. Da bin ich so vor dem Ziel, wie lächerlich. Ja. Eigentlich habe ich jetzt schon ein zu langes Video, aber andererseits habe ich hier jetzt gerade 2 Minuten aufgenommen. Wie ahnt habe ich das jetzt? So oder so, ich muss erstmal Level suchen, wahrscheinlich dann aber für eine neue Aufnahme. Falls ja, lasst ein Abo und oder ein Like da, am besten beides, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann wieder.